Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Morgenausblick für den Donnerstag, 24.06.21. Wir haben hier keine Beratung und den Disclaimer finden Sie auf HTTPS Daytrader Website. Und ich möchte mal kurz zeigen, meine Equity Curve, da im Juni ist wirklich erstaunlich. Ich habe jetzt wirklich langsam die Diagonale hingebracht. Aber eben im Vergleich zu dem Gesamtkonto bin ich da noch nirgends. Also ich muss da noch einiges aufholen. Und sonderbarerweise, mir ist es sehr lang nicht gelungen. Ich habe da sehr lang, weil ich im Vornherein viel Geld verloren habe, da sehr wenig Erfolg gehabt. Und seitdem ich größer einsteige, sieht man diese extreme Performance-Kurve. Da von wenigen 1800 auf fast 7000. Und das eben mit dieser Strategie, die ich da immer anwende. Und das können Sie ja live mitverfolgen oder schauen Sie meine Live-Videos an. Natürlich alles gratis, auch die Tools, die finden Sie auf mql5.com. Die Tools, die ich brauche, unter alles mit Swiss Trading. Nun zum Ausblick. Wir sehen da der durchlaufende DAX im 15-Minuten-Chart. Wir hatten da am Freitag den großen Absturz, dann am Montag noch weiter Absturz und dann diese extreme, wirklich extreme Erholung. Ich habe diese Erholung ja unterschätzt. Ich bin etwa hier short gegangen. Hier und musste dann am nächsten Tag, habe sie über Nacht behalten und musste da. Da habe ich dann wieder das alles reingeholt. Also es reichte dann trotzdem noch für 350 pro Tag. Und am Dienstag, da ging es ja dann wieder ein bisschen hinauf und heute haben wir so ein ähnliches Spiel. Also wir sind da noch nicht ganz unten. Es sieht hier eher so nach ABC aus. Wir haben aber auch da, wenn wir da die Trendlinien anschauen, sieht das, ja, es ist ein Abwärtstrendkanal und ich möchte den Hund rauslassen. Nein, nicht bellen. Oh, Mann. Nicht bellen. Oh Mann, die Hundchen. Immer ein volles Konzert. Und ja, das eine Descending Browning Wedge ist das wahrscheinlich nicht, sondern ein Abwärtskanal. Das kann hier nach oben gehen und da drin schwanken. Ich würde mich auch auf das einstellen. Dann, wir haben einen Abwärtsgap von etwa 50. Hier ist 15.504, 15.456. Also es könnte gut sein, dass der Kurs hier nochmals nach oben geht, das Gap schließt und dass es erst dann weiter nach unten geht. Also immer die Gaps beachten. Es gibt immer diese Möglichkeiten. Hier der CASA DAX. Und wir sind da bei 5,6. Wir haben da alles ehemalige Gaps. Ich muss mal schauen, wo die genau waren. Da ist zum Beispiel ein riesiges Gap. Ich muss das wahrscheinlich nochmals neu zeichnen. Aber da sieht man auch. Und da bei 50. Er ist sogar tiefer gefallen. Der Kurs, der ist irgendwo jetzt hier unten. Das könnte durchaus sein,
ein Ziel wäre sicher hier unten, da 15.300 Region, aber eben auch, es kann da durchaus noch nach oben gehen. Wir sehen hier keine spezifischen Muster. Ich muss da vielleicht mal noch im Stundenchart schauen, ob wir da irgendein spezifisches Muster sehen. Und momentan ist einfach alles möglich. Wichtig ist einfach, man darf nicht unterschätzen das Erholungspotenzial. Das kann also teilweise so stark nach oben gehen. Man darf nicht, wie ich es am Montag gemacht habe, zu früh short gehen, weil dann kommt man in die Bredouille. Es gibt ja manchmal so, es zeigt alles an short und es geht dann trotzdem long. Das ist aber eher am Nachmittag der Fall. Ganz etwas Spezielles sehe ich jetzt da von den Trendlinien nicht. Oh. Im Tag. Also da, im Tag, da könnte man eine Schulterformation sehen. Wir sind da aber unsicher, ob das jetzt gerade hier nach unten geht oder ob es da nicht zuerst nochmals nach oben geht. Könnte sein, dass diese ganze Kerze nochmals aufgeholt wird. Und da ist einfach momentan angesagt, trade what you see. Und wichtig ist natürlich jetzt die Beachtung des VWAPs. Da. Ich würde den, das ist der Volume Profile, da der VWAP. Den muss ich ein bisschen, ja, der ist schon dick gezeichnet. Ich möchte den aber gepünktelt haben oder mit Sternchen, ja, Cross. Sehe ich ihn aber gar nicht. Der kleine Whispreaks. Ja, aber er wird schlecht ersichtlich. Ja gut, unter dem Tag ist vielleicht auch keine Wunder. Machen wir hier nochmals 15 Minuten. Da, ich habe den VWAP immer violett. Mache ich nochmals Cross. Ah, jetzt kommt der richtige. Ja, so sehen wir deutlich, dass es der VWAP ist. Auch dass er nicht so scharf ist. Das ist ja nur ungefähr. Der VWAP wird ja aus großen Zahlen berechnet. Also das ist jetzt sicher heute ganz wesentlich, dass man auf den VWAP achtet, weil wir da so eine Seitwärtsphase haben. Wir können da hinauf oder hinunter gehen. Und über dem VWAP dann halt eher long. Wenn wir ganz weit weg, ganz weit oben sind vom VWAP, dann nicht einfach shorten, sondern wirklich abwarten. Es kann da auch eine 15 Minuten Doppeltop geben und es kann trotzdem dann noch weiter nach oben gehen. Also die Liquidität ist immer noch brandgefährlich. Es wird immer noch massiv Geld gedruckt. Gehen wir dazu mal gerade auf den DXY, der Gelddruckindikator. Der wird heute auch eine extreme Rolle, wichtige, wichtige Rolle spielen. Und ja, da haben wir jetzt keinen VWAP, weil kein Volumen vorhanden ist. Der ist auch extremst wichtig. Wir sind da relativ hoch und sollte der fallen, würden wir sofort wieder Anstiege sehen. Einfach das, es ist heute, es ist seit letzter Zeit einfach nur ein Gelddruck oder ein Währungstrade. Man kann sagen, die Indizes sind sozusagen eine Währung.
Wenn die Hauptwährung, wenn der Dollar sinkt, dann steigt die Indexwährung sozusagen. Gut, schauen wir noch in US 10 Years, die sind wieder leicht am Steigen, das heißt Inflationsangst. Inflationsangst könnte auch bedeuten, dass Romine. Inflationsangst könnte auch heißen, dass die Kurse purzeln, weil zu viel Inflation bremst die Wirtschaft. Wir haben das bei den Hausverkaufsdaten gesehen. Der Markt ist praktisch zum Erliegen gekommen, weil die Preise so hoch sind. Es braucht zuerst einen Crash, damit der Markt wieder funktioniert. Und der Euro-Dollar jetzt flach. Die Korrelation ziemlich unklar beim Euro-Dollar. Der ist ja früher immer umgekehrt proportional gewesen zum DAX. Ist es heute nicht mehr. Das ist die Gelddruckerei, hat hier die Verhältnisse völlig umgedreht, umgekrempelt. Dann schauen wir da noch US-30. Da auch schwammig, da alle diese Verteilungen seitwärts fast nichts zu prognostizieren. Ich bin da nicht sicher, ob da das Volumen auch gewaltig abgenommen hat. Wir haben jetzt natürlich auch Sommer. Und hier sehen wir sowas wie ein Kanal. Also auch da aufpassen, also auf die Kanaluntergrenzen. Wir können gerne hier wieder abprallen. Und eben heute besondere Beachtung des VWAPs gilt natürlich für alle Indizes. Dann SPX, US 500. Ja, was hier vielleicht noch nützlich wäre, wenn wir das beim die Developing Value Area auch noch zeichnen würden. Also die sich entwickelte Value Area. Also an der Value Area sieht man, an der sich entwickelnden Value Area, das sind eben diese, ich weiß nicht, ob das 67% sind oder zwei Drittel, wie die sich ändert. Und wir sehen, hier oben sind wir sehr teuer, hier sind wir eher kostengünstig. Und ja, ich muss das mal noch safen. Ja. Gut, jetzt ist 8 Uhr, schauen wir, wie sich das weiterentwickelt und dann bis später bei Swiss Trading.